Nach der Programmierung der Schnittstelle konnte ich in der kürzesten Zeit auch schon die erste Küche und die ersten Einbauschränke drauf bearbeiten. Was mich persönlich an dieser ganzen Sache sehr beeindruckt hat, wie schnell das Ganze gegangen ist und wie fehlerfrei dass wir jetzt produzieren können. Auch für Kleinstbetriebe. Wenn kein CNC vorhanden ist, hat man einerseits auch die Möglichkeit, mit einer Einzelteilausgabe Frontanbindungsbohrungen herauszulesen, dass sie auf einem Blumenbearbeitungszentrum gebohrt werden können. Oder dass man Daten an eine andere Schreinerei weitergibt, die mit CAD&T arbeiten, dass die nachher für einen Teile bearbeiten können.